In Afrikas Wildnis lebt es sich gefährlich. Nur wer sich anpasst, überlebt. Dabei spielt Farbe eine wichtige Rolle. Sie entscheidet oft über den Erfolg von Jägern und Gejagten, über Leben und Tod. Farbe dient der Tarnung und der Kommunikation. Manche Tiere sind weithin sichtbar, andere unauffällig und kaum zu entdecken. Wer abweicht von der Norm, hat selten eine Chance. Doch manchmal gibt es überraschende Launen der Natur. Weiße Löwen sind eine Seltenheit. Erst recht Zwillinge. Dies ist ihre erstaunliche Geschichte. Der Krüger-Nationalpark in Südafrika. Er ist Teil des größten und artenreichsten Wildschutzgebiets im Süden des Kontinents. Mit einer Fläche von 20.000 Quadratkilometern ist diese Wildnis fast so groß wie Hessen. In der Gegend des Timbavati-Flusses erlaubt sich die Natur ein Experiment. Tüpfelhyänen haben etwas Ungewöhnliches im hohen Gras bemerkt. Das Löwenjunge ist erst 4 Monate alt. Wäre es schutzlos, würden die gefleckten Räuber die kleine Löwin töten. Doch die Mutter wacht aufmerksam in der Nähe. Das schmutzige, zerzauste Fell kann nicht verbergen, dass die junge Raubkatze etwas ganz Besonderes ist. Die beiden männlichen Cousins haben gelbbraunes Fell. An der Seite der Mutter fällt es sofort ins Auge. Das Fell der kleinen Löwin ist viel heller als das ihrer Artgenossen. Beide Elternteile besitzen ein seltenes Gen. Es sorgt für Nachwuchs mit weißem Fell. Manchmal sogar im Doppelpack. Denn das Junge hat eine Zwillingsschwester. Das Löwenrudel ist klein. 2 Löwinnen, die selbst Schwestern sind, mit je 2 Jungen. Der Vater ist vor Monaten verschwunden. Wahrscheinlich fiel er Rivalen zum Opfer. Nun fehlt dem Rudel ein starker Beschützer. Wildhüter haben den weißen Zwillingen Namen gegeben. Ein Junges heißt Nkani, die kleine Kämpferin. Ihre Schwester Shinga, die kleine Jägerin. Es sind mutige kleine Löwinnen, die sogar ihre älteren Cousins herausfordern, obwohl die schon viel stärker sind. Die Zwillinge wurden vor 3 Monaten entdeckt, als die Mutter mit ihnen das schützende Versteck verlassen hatte. Damals waren sie noch schneeweiß. Sie hatten einen Bruder mit braunem Fell, aber er hat die ersten Wochen nicht überlebt. Ihre Cousins sind 2 Monate älter. Sie haben wesentlich bessere Überlebenschancen als ihre weißen Spielkameradinnen. Denn das weiße Fell ist weithin sichtbar, lockt gefährliche Räuber an. Seit 1975 die ersten weißen Löwen im Krügerpark entdeckt wurden, haben nur 3 das Erwachsenenalter erreicht.
Weiße Löwen sind keine Albinos. Sie leiden unter Leuzismus, dem Fehlen pigmentbildender Zellen in der Haut. Abgesehen vom weißen Fell sind es ganz normale junge Löwen, die mit großer Neugier die Welt entdecken. Matimba, die Mutter der weißen Löwen, und ihre Schwester Kanya wittern Gefahr. Ganz in der Nähe sind drei starke Löwenmännchen aufgetaucht. Sie greifen gemeinsam eine Büffelherde an. Ein Kalb liegt verletzt am Boden. Leichte Beute für die Löwen. Das Trio ist auf der Suche nach einem Rudel und einem Territorium, das es übernehmen kann. Es sind Brüder, im Alter von 5 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Kraft. Die Büffel sind entschlossen, das Kalb zu verteidigen. Der Gegenangriff lässt nicht lange auf sich warten. Die Mutter versucht, das Kalb wieder auf die Beine zu bringen. Doch es ist zu spät. Wenn die Löwen satt sind, wird es für Matimbas und Kanyas Junge gefährlich. Denn Männchen haben vor allem ein Ziel: die Herrschaft über ein Rudel mit eigenem Nachwuchs. Männchen töten oft alle Nachkommen des Vorgängers, damit die Löwinnen schnell wieder paarungsbereit sind. Die weißen Löwen und ihre Cousins haben nur eine Überlebenschance, wenn das Rudel ihnen aus dem Weg geht. Und wenn es gelingt, den Nachwuchs vor anderen Räubern zu schützen, etwa Leoparden. Unbewacht sind Jungtiere für Leoparden leichte Beute, vor allem wenn die Mütter auf Jagd sind. Auch Hyänen sind eine Gefahr. Wie alle Räuber schaffen sie sich Konkurrenten möglichst vom Hals. Das Rudel mit den weißen Jungen trifft ganz in der Nähe auf ein anderes. 3 Löwinnen und ein junges, aber ausgewachsenes Männchen machen sich über einen Büffel her, den sie erlegt haben. Löwen sind normalerweise nicht bereit, ihre Beute mit anderen zu teilen. Das bekommt ein Junges deutlich zu spüren. Hier ist Geduld gefragt. Die Kleinen müssen diese Lektion in Löwendiplomatie erst noch lernen. Zu lange sollten sie allerdings nicht warten, sonst ist am Ende nichts mehr von der Beute übrig. Die Löwinnen des anderen Rudels sind mit Fressen beschäftigt.
Matimba wagt den entscheidenden Schritt. Sie kann sich einen Platz am Büffelkadaver sichern. Nkani will besonders schlau sein und versucht es von der anderen Seite. Das war offensichtlich keine gute Idee. Unter Löwen gilt das Gesetz, die Stärksten fressen zuerst. Die Jungtiere sind als Letzte dran. Wenn es nicht für alle reicht, sind sie die Ersten, die verhungern. Selbst die eigenen Mütter teilen erst dann mit dem Nachwuchs, nachdem sie satt sind. Vorsichtig wagt sich Shinga näher heran und findet einen Platz neben ihrer Mutter. Das macht auch den anderen Mut. Die beiden weißen Jungen sind jünger und schwächer als ihre Cousins. Trotzdem kommen sie schneller ans Ziel. Und sie verteidigen ihren Platz. Ein gutes Zeichen. Nur so können sie sich behaupten in einem Rudel, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Die Jungen machen wichtige Erfahrungen. Sie lernen den Respekt vor der Rangfolge unter Löwen, sowie Körpersprache und unterschiedliche Laute zu deuten. Shinga signalisiert von oben herab, die Beute gehört mir. Nur gut, dass es die anderen nicht kümmert. So thront sie für einen Moment über den Dingen, als Königin der Löwen. Es ist Ende September. Heftige Regenfälle markieren den Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel. Die Flüsse, als Lebensadern der Natur, beginnen wieder zu fließen. Überall am Ufer frisches Grün. Ein Fest für Elefanten. Endlich können sie ihren enormen Wasserbedarf von bis zu 150 Litern pro Tag mühelos decken. Und auch Nahrung gibt es jetzt reichlich. Shinga und ihre Schwester sind inzwischen 8 Monate alt. Die Furcht vor aggressiven Löwenmännchen hält das kleine Rudel ständig in Bewegung. Das erschwert die Jagd, ebenso wie die üppige Vegetation zu dieser Jahreszeit. Potenzielle Beute ist nur schwer zu erkennen. Das leuchtend weiße Fell der beiden Jungen ist nicht gerade hilfreich, wenn sich das Rudel bemerkt anschleichen will. Seit Wochen gibt es nur wenig zu fressen. Löwenmütter verstoßen manchmal sogar ihre Jungen, wenn sie zu schwach sind. Matimba und Kanya lassen ihren Nachwuchs jedoch nicht allein. Ausgehungert versuchten Kani, Muttermilch zu saugen. Aber nach 8 Monaten ist bei Matimba